Hi, Real Nico. So, Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Mach weiter so. Ja, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen hier heute beim Weihnachtsvideo mit Weihnachtsgrüßen von dem einen oder anderen Spieler und mehr und eben auch von mir. Ich werde natürlich zum Schluss erst reden und überlasse euch jetzt gleich erstmal einigen Weihnachtsgrüßen, bei denen ich mich für jeden bedanken möchte. Wir fangen an mit unserem deutschen U20-Nationalspieler in der Defensive aus unserer U23, Lasse Hosenboom. Hey Real Nico, ich wünsche dir und deiner Community sehr schöne Feiertage. Euer Lasse. Erstmal vielen lieben Dank, Lasse, dass du hier mitgemacht hast. Und es geht direkt weiter, bevor mich irgendjemand überhaupt was sagt. Also wenn ich hier Namen falsch ausspreche oder so, dann ist das ja ganz klar mal nicht meine Schuld, muss man nur mal sagen. Denn unser, über den hatten wir auch schon ein Video gemacht, Justin Ninjima, könnte, mal gucken, hat uns auch Weihnachtsgrüße geschickt und darüber habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Grüße gehen da absolut raus, vielen lieben Dank und jetzt einfach mal für euch die Grüße. Hey Nico, ich wünsche dir und deiner Community schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, Freunde, nicht vergessen, der Mann hat in 18 Spielen 20 Scorer, ne? Namen einprägen, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zu unserem Riesentalent, was hoffentlich nach der Verletzung endlich jetzt auch wieder durchstarten kann. Wir drücken ihm alle ganz fest die Daumen. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast, Nick Woltemade und auch eben deutscher U20-Nationalspieler. Hey Nico, hier ist Nick Woltemade. Ich wünsche dir und deiner Community schöne Weihnachtstage, ich hoffe, ihr könnt sie alle genießen mit eurer Familie und lasst euch das Essen schmecken und genießt die Zeit. Ciao, ciao. Ja, erstmal vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Es kommt jetzt gleich noch ein Gruß. Ich muss dazu sagen, das geht so ein bisschen auf meine Kappe, dass wir jetzt in Anführungszeichen nur drei Videos haben, denn ich habe einfach viel zu spät damit angefangen, diese Idee rauszubringen. Das wird mir nächstes Jahr nicht passieren. Da werde ich deutlich vorher damit sowas anfangen. Ich hoffe, dass ihr euch trotzdem ganz, ganz doll gefreut habt. Und jetzt habt ihr auch nochmal Weihnachtsgrüße von den guten Sportfreunden Osterdeich vom guten Abend mit dem neuen Werder-Song. Und Film ab. Hi, Real Nico. Die Sportfreunde Osterdeich wünschen dir frohe Weihnachten. Unsere Jungs haben uns den größten Gefallen getan in den letzten drei Spielen. Wo geht? 9 Punkte, mehr geht nicht. Das hoffen wir für die nächste kommende Saison natürlich auch. 2022 wird unser Jahr. Ich bin ganz sicher, wenn du uns weiter so supportest, dann werden wir irgendwann gemeinsam im Stadion stehen. Das heißt, du und die Sportfreunde Osterdeich und wir lauschen den Lautsprechern mit ein Leben lang grün-weiß. Bleib gesund, mein Lieber. Alles Gute, die Sportfreunde Osterdeich. Ciao. So, Freunde, und zu guter Letzt komme jetzt eben auch noch ich. Ich weiß, das ist der Moment, wo die meisten abschalten. Nein, ich möchte natürlich einfach, dass ihr auch in den Kommentaren ganz, ganz viele Weihnachtsgrüße da lasst. Verteilt Liebe, vielleicht ist der eine oder andere heute auch alleine und fühlt euch einfach ganz, ganz doll gedrückt. Ich kann euch einfach nur allen ein ganz, ganz frohes Fest wünschen. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachtstage. Ich hoffe, dass ihr mit euren Liebsten zusammen seid. Ich hoffe, dass ihr die trotz der schwierigen Zeit schön verbringen könnt und dass ihr einfach schöne, erholsame Tage habt. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Ich bin sehr, sehr froh, wie sehr ihr mich auch jeden Tag hier unterstützt auf diesem Kanal. Und an der Stelle will ich dafür auch einfach mal Danke sagen. Großes Dankeschön geht raus. Ich lebe und liebe diesen Werder-Kanal und kann mich an der Stelle einfach nur bedanken an jeden, der hier mitgemacht hat, aber auch an jeden von euch da draußen, der hier seit über einem Jahr jetzt schon tatkräftig dabei ist. Ich glaube, wir sind innerhalb von etwas über einem Jahr weit gekommen und es macht einfach immer wieder aufs Neue Spaß. Kuss und Liebe geht raus. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen ganz, ganz tollen Weihnachtstag, Weihnachtsabend später. Ich denke mal, die Geschenke bei euch werden alles aufgemacht. Und natürlich möchte ich, dass ihr auch die Geschenke reinschreibt, damit ich weiß, was ihr mir direkt weiterschicken könnt. Ist ja klar.
Ja, und damit bin ich raus. Das war euer Real Nico an Weihnachten und ciao, ciao.